Hello, привет, moin, it's me again. Last time I promised you to talk about my free time. The most of my free time I spend with my friends here in Hamburg. I have a lot of friends at the university to study with. Especially if you are studying law, it's really important to have friends who can help you to solve cases and write our papers. I speak with you English, but at the university I have to speak German. Und das ist kein Problem für mich, weil ich die deutsche Sprache sehr mag und auch sicher beherrsche. Der Grund dafür ist mein Studium in Russland. Da habe ich Dolmetschend und Übersetzend studiert. Man muss wissen, dass nicht alle Fächer hier in Deutschland auf Englisch angeboten werden, sodass man bereit sein muss, auf Deutsch zu sprechen und Deutsch verstehen zu können. Hallo! Kann ich bitte ein Kugel Eis haben? Ich finde es sehr wichtig, dass man in dem Land, wo man wohnt, die jeweilige Sprache spricht. Das hilft mir zum Beispiel, die deutsche Kultur kennenzulernen. Außerdem auch mit den Leuten gut kommunizieren und einfach klarzukommen. Außer den Uni-Freunden habe ich auch sehr viele internationale Freunde. Das ist alles dank meines Lebens im Studentenwohnheim. Wir machen sehr viel zusammen. Zum Beispiel wir kochen zusammen und essen dann später zusammen. Mit meinen Freunden hier spreche ich überwiegend Englisch, so guys, we will switch to English now and I would talk to you about our Korean-Russian dinner today. So with my Korean friend we will cook today Russian-Korean cuisines. I like to work with dough. Russian cuisine and its name is manti. Good appetit.